Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. Mann, 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 war die letzte Folge heftig. Also absolut heftig. Also völlig imposant und wir haben uns hier... Oh, okay. Wir haben uns hier jetzt nicht nur Freunde gemacht, muss man dazu sagen. Leider, leider, leider. Hier war der, ja, der Eingang zu... Der ist doch jetzt eigentlich bewegt worden, oder? Warum ist denn das hier abgesperrt gerade? Ich komme durch die mystischen Tore jetzt nicht durch. Mhm, warum? Na gut, neuen Ort gefunden? Wieso habe ich einen neuen Ort gefunden? Warum komme ich jetzt durch die Tore eigentlich? Durch? Warte mal. Doch, jetzt komme ich. Gut, ja. Ja. Wir werden hinfahren, komm. Wir machen hier keine Abkürzung. War jetzt bloß so eine Idee. Vielleicht wird nämlich noch ein bisschen was berichtet. Aber war wirklich heftig, der Kampf. Ja, jetzt ist leider... Ob er wirklich tot ist? Ich meine, Götter können doch nicht sterben. Also nicht richtig. Mimir, was ist aus dem Sohn des Steinmetzes geworden? Rimfur, Tamosur. Als er das Meisterwerk seines Vaters vollendet hatte, die große Mauer von Jötunheim, dachte er nur noch daran, die Asen für ihre Verbrechen gegen die Riesen büßen zu lassen. Einst hatte er Thor bekämpfen wollen, doch die tragischen Geschehnisse hatten Rimfur weise und schlau gemacht. Er bemerkte, dass die Mauern Asgards nur halb fertig und marode waren, denn mit solch leidiger Arbeit gab sich kein Asengott ab. Also verkleidete sich Rimfur als gewöhnlicher Mann und machte den Asen ein Angebot. Er würde ihnen majestätische Mauern errichten, und zwar innerhalb von 2 Jahreszeiten, sonst müssten sie ihm nichts zahlen. Wenn ihnen dies doch gelänge, bat er lediglich um eine Audienz bei der Göttin Freya. Odin willigte ein, denn er wusste, dass die Aufgabe unmöglich war, doch der Fremde faszinierte ihn. Rimfur erledigte die Arbeit natürlich im Nu. Er hatte von seinem Vater gelernt und besaß einen magischen Hengst, der ihm Stein brachte. Odin war nicht gerade erfreut darüber, dass er die Wette verlor, doch er schien sein Versprechen zu halten. Freya wurde zum Steinmetz geschickt und zu ihrer Überraschung wollte er ihr nur etwas ins Ohr flüstern. Als er das getan hatte, verließ er Asgard. Und als er Thor an den Toren Midgards auf ihn warten sah, wusste er, dass er hereingelegt worden war. Doch es war ihm egal, weil er seinen Plan vollendet hatte. Ach ja? Was hatte er Freya gesagt? Nur sie kennt die wahre Antwort, aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Rimfur wusste, dass Freya die Asen trotz ihrer Heirat mit Odin hasste. Ich glaube, er verriet ihr, wo Asgards Mauern verwundbar waren. Vielleicht hatte er ein paar Schwächen eingebaut, bauliche oder magische, was sich wohl zeigen wird, wenn Ragnarök beginnt und Sutter kommt, um Asgard niederzubrennen. Wenn nicht früher. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Kleinen Moment. Wo sind wir jetzt gerade? Hier. Ah, da waren wir schon, ne? Bei den Klippen, oder? Da drüben, das Gelbe da, das waren wir schon, ne? Oder? Ich bin gerade nicht so sicher. Ich bin mir ehrlich... Nee, hier waren wir noch gar nicht. Guck mal, hier. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Guck mal, da drüben müssen wir noch die Fackeln anmachen. Stärke dauerhaft um 2 erhöht, okay? Doch, hier waren wir schon mal. Guck mal, da ist die Kette runtergelassen. Nee, ist aber ein neues Dock. Hier waren wir scheinbar gar nicht. Ui, was ist das? Okay, dann sehen wir uns mal um. Hier waren wir noch nicht. Tatsache. Vater, sieh mal da unten. Wie da unten? Was ist da unten? Ah, guck mal. Hier müssen wir irgendwas hintransportieren. Ich gehe mal hier hoch erstmal. Was? Was?
Was? Was? Wer kommt? Wer kommt? Hä? Das Spiel würde mich gerade ein bisschen ärgern, hä? Hier sind überall so eine Dinger. Warum ist das auf einmal so musikmäßig in Szene gesetzt? Was war das? Ach so, das sind die Dinger hier. Das müsste so funktionieren. Okay, damit wäre das Tor auf. Ah, wir können hier runter. Ich gucke mich aber hier oben nochmal um. Wir haben hier... Da ist das... Guck mal, die haben wir schon geöffnet, die Truhe. Wir waren schon mal insgeheim, waren wir schon mal hier. Insgeheim waren wir schon mal hier. Ja, einer weniger und... Aua! Weg ist er. Okay. Hier war ein Geist. Ach, das ist... Oh. War das Feuer hier auch schon aktiv? Nee, oder? Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Na. Was ist denn... Ach so, meine Axt ist irgendwo. Ich dachte schon, warum kommt die nicht raus? Okay, also jetzt haben wir hier das Tor auf, ne? Welches auch immer gerade. Das Tor, okay. Okay, das hätten wir jetzt auf. Dann haben wir das Tor erledigt. Sehr gut. Und dann hoch hier, können wir das Tor hier öffnen, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Können wir woanders hin? Nee. Von hier hinten vielleicht? Ja. Oh. So, meine Freunde. Nee. Moment mal. Ach, guck mal. Erstmal so. Huch. Huch. Aber dann hier hoch und dann können wir... Nee. Das ist nur die Ecke. Okay. Ist ja interessant. Wo kommen wir denn hier hinten lang? Also wir waren auf alle Fälle schon mal da, weil die Leiche, an die kann ich mich erinnern, die da lag. Aber hier waren wir noch nicht. Und hier geht's auch nicht weiter. Nicht weiter.
jetzt gar nicht, okay. Das Tor müssen wir aufkriegen. Das kriegen wir auch auf. Müssen wir da oben hin? Irgendwie? Durch rüberspringen oder so? Ja, wir gehen mal hier. Nee, hier hoch geht's gar nicht. Da oben könnten wir hoch, wenn wir hochkämen. Aber hier, guck mal. Hört, da war... Jawohl. Siehst du, lenken wir uns schon mal wieder ab. Hab dich gesehen. Tschüss. Was haben wir hier oben? Eine Truhe. Das ist aber hier verwinkelt, ja. So, jetzt können wir das hier runterlassen. Du kommst wieder hoch. Du kommst wieder hoch. Genauso. Dass du dich vorher fragst, ob du runter kannst. Aber bringt uns das irgendwie weiter? Eigentlich nicht. Jetzt sind wir hier. Ja, was? Entschuldigung. Da blinkte gerade meine Tastatur. Ich spiele hier mehr oder weniger auf dem Windows-Rechner, ne? Also sprich, PlayStation über den Grabber direkt als Vollbild hier rein, ne? Und so. So, jetzt ist aber die Frage, wir haben eine einzelne Stelle. So, da drüben sind wir rübergesprungen. Jetzt kommen wir hier runter. Das bringt uns doch aber überhaupt nicht weiter. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Hä? Das bringt uns doch überhaupt nicht weiter. Jetzt guck ich mal. Geht wahrscheinlich bloß runter, ne? Nee, er kann hier rüberspringen, okay. Hä, halt. Aber wie? Ah, okay. Aber... Oh, was ist da? Ach, guck mal hier. Ach, wir haben ja hier das Tor aufgemacht, ne? Ah. So geht's. Warte mal. Jawohl. Und loslassen. So, jetzt können wir nämlich... problemlos... Genau. Können wir problemlos jetzt uns diese Kuller holen, ne? Und zwar, indem wir hier lang laufen, glaube ich. Und dann nicht hier lang laufen, sondern hier lang laufen. Und hier lang laufen. Und hier können wir uns die Kuller holen. Nee, hier nicht. Da drüben. Da können wir uns die Kuller holen. Wir können auch ein Stück reingehen, wie es scheint. Mhm. Können wir das Ding hier aufmachen? Nee, können wir nicht. Ach, Mist. So, pass auf. Jetzt müssen wir gucken, wo wir sie zwischenparken können, die Kugel. Ich glaube, eins war da oben. Okay. Ja. So, damit geht nämlich das Ding auf. Bringt uns aber erstmal so viel nicht. Als dass wir hier ja nicht durch können dann, ne? Wenn wir das Ding jetzt wieder wegnehmen, dann
fällt es runter. Das heißt, wir müssen uns eine andere Stelle für den Stein holen hier. Frage ist bloß, wo? Da oben geht? Das ist aber zu weit weg. Haben wir hier hinten irgendwo was? Vorhin haben wir so viele gesehen. Jetzt sehen wir keine. Aber wenn wir es jetzt wegnehmen... Achso, warte mal. Können wir das irgendwie einfrieren oder so? Ich glaube nicht. War klar. So, wo packen wir die Kugel rein? Warte mal, hier hinten, wir kommen nicht so schnell rum, oder? Hier hinten irgendwas? Nee. Wir könnten sie aber von hier wegnehmen, richtig? Ach du komm. Nö. Hä? Da kommen wir nicht hin. Das ist alles schon zu weit weg hier. Sag mal, wo können wir das denn machen? Oder kann man den Knopf... Nee, den kann man nicht von der anderen Seite. Wenn wir den rausziehen... da oben. Schaffen wir nicht. Da, ich hab's gesehen. Pass auf. Jetzt haben wir's. Nee, so. Uiuiui. So, aber das können wir uns von dort oben holen, ne? Bestimmt. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir es hinbringen müssen, aber wir bringen es schon irgendwie hin. Das können wir hier hinten reinpacken. Und das holen wir uns jetzt von hier, ne? Ja. Okay. So, jetzt haben wir es hier und... Ach so. Warte mal. Ein N, ein P oder ein R? Ah. Warte mal, wir müssen noch mal... Okay, jetzt haben wir das Ding da gedreht, ne? So weit, so gut. Wo können wir denn noch was drehen? Da oben ist noch eins. Kommen wir da von dort oben an? Ist ja spannend hier, die Puzzle. So, ich glaube ja, ne? Guck mal, wir können uns das Ding von hier hinten holen. Ach, komm. Na, ich sehe meinen Cursor nicht. Super gemacht. Ihr habt die falsche Taste gedrückt, aber ist egal. So, wir brauchen ein B oder ein R. Also ein P oder ein R, ne? Das da bräuchten wir. So, damit hätten wir schon mal zwei, richtig? Ja, jetzt bleibt nur noch das R übrig. Wo hätten wir das R? Sag doch mal, wo ist das R? Das ist hier, das ist hier. Ich gehe mal hier drüben gucken. Von hier oben wahrscheinlich.
Da drüben ist es. Und, wo ist denn? Können wir das von hier drüben holen? Jawohl. Jawohl. Super. Wir haben es, glaube ich, ne? Komm, wir gucken. Geh mal gucken hier. Junge. Was hier drin sein wird. Na? Was ist hier drin? Einmal noch ein Horn. Okay. Gut. Hat sich gelohnt. Irgendwie. Ist egal, hat sich gelohnt. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge. Ach so, warte mal. Wisst ihr, geht schon wieder los. Hier kommen wir nicht hoch. Guck mal hier. Wir müssen irgendwie das Zeug hier runterkriegen noch. Ich guck bloß wie. Aber mal da ist das Teil. Wenn wir es hier hinpacken, kommen wir nicht ran, ne? Nee. Aber wenn wir es hier hinpacken, könnten wir dort hinten das Ding hinpacken. Okay, warte mal. Falsch. Nein, fast. Okay, probieren wir es nochmal. Komm. Da. Hat nicht geklappt. Ach komm. Ich bin an einer Stelle ein bisschen hängen geblieben. Das war wahrscheinlich der Punkt, warum das nicht so schnell ging. Das war die Stelle, wo man springen musste. Da bin ich irgendwie an der Ecke hängen geblieben. Und das hat ein paar Sekunden gekostet. Ein paar Sekunden, logischerweise. Hier, schon wieder. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Komm, eben mal probier es noch. Und ansonsten mache ich es dann auf Rekord. Wie man auch Zeit vertrödeln kann hier bei dem Spiel. Gut, ich denke mal, es gibt doch noch eine Möglichkeit, dass man das irgendwo zwischendurch nochmal parkt, ne? Das wäre eine Option. Jetzt aber. Aller guten Dinge sind 16 oder so. Hier muss aber was Tolles drin sein. Griffe für der verfluchten Flamme. Legendärer Klingenlauf. Geringe Bonusaktivität bei jedem erfolgreichen Klingentreffer. Eine Feuerbombe mit 3 Sekunden Verzögerung. Ja. Schön, dass wir sie haben. Aber brauchen wir tun wir sie nicht. Gut. Wir machen Folgenpäuschen. Ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's aber weiter hier. Aber richtig, ne? Bis dahin. Euer Firefox.